Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute, wie gewohnt, am Sonntag meine Bücherwoche. Und die Bücherwoche war tatsächlich, ja, sehr, sehr gut mit einer Ausnahme. Aber bei 4 Büchern ist das absolut verschmerzbar. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich jetzt wieder sehr gefreut, dass es 4 Bücher wurden. Und ich habe schon gemerkt, so manches hat mich so in den Bann gezogen, ja, dass ich es gar nicht weglegen konnte und so manche Stunde Schlaf so da drauf gegangen ist. Aber ja, die Woche sonst war eine sehr turbulente Woche auf Arbeit, aber durchaus abends dann auch schöne Zeit mit Freunden gehabt und auch einen entspannten Abend. Und so soll es einfach dann natürlich auch irgendwie sein. Serientechnisch habe ich auch wieder sehr, sehr häufig genetflixt, besonders zu früh natürlich zum Fertigmachen, wenn ich nicht ein YouTube-Video gerade geguckt habe, wie zum Beispiel Thorstens Rebuy Unpacking, das mich den ganzen Morgen köstlich amüsiert hat. Und starte ich in den Tag, umgebe mich da mit schönen Videos oder eben mit Grace und Frankie. Und natürlich habe ich auch gelesen, wie schon gesagt, ganze 4 Bücher habe ich beendet. Begonnen hat das Wochenende sozusagen mit Manchmal lüge ich von Alice Feeney, einem Geburtstagsgeschenk, was ich bekommen habe, ein Thriller, der auch auf der Wunschliste stand. Das wird auch tituliert als Psychothriller. Und der hat mir so die ein oder andere Stunde Schlaf eben gekostet, weil es an so mancher Stelle eben nicht möglich war, einfach zwischendrin aufzuhören. Dann habe ich ein ganz anderes Genre gelesen, wie Wölfe im Winter von Tyrell Johnson. Hier sind wir eher in einer postapokalyptischen Endzeit-Umgebung und auch das habe ich diese Woche, glaube ich, auch schon relativ früh beendet, am Mittwoch. Parallel habe ich dann zusammen mit der lieben Paddy Amok von Richard Bachmann, bei mir ist es einfach Richard Bachmann, alias Stephen King gelesen. Hier haben wir uns ein paar Leseabschnitte eingeteilt, gut, die sind jetzt natürlich raus. Und das haben wir dann in 4 Schwupsen sozusagen auch gelesen zusammen. Und dazu da natürlich auch mehr. Und parallel die ganze Woche gehört habe ich Young Elites, die Gemeinschaft der Dolche von Mari Lu, wo ich scheinbar Glück hatte, dass ich es mir im Januar besorgt habe, denn aktuell ist es auf Audible irgendwie mit einer Fehlermeldung verschwunden. Ja, ich weiß nicht so richtig warum, dazu dann aber natürlich auch ein bisschen mehr. Dann habe ich tolle Post gekriegt, über die ich mich sehr, sehr gefreut habe. Dann habe ich Serie geguckt und dann möchte ich noch was zum Harry Potter Reread sagen und alles so nach und nach. Und ich denke, wir starten jetzt einfach mal mit den Büchern. Das erste Buch der Woche ist Manchmal lüge ich von Alice Feeney, ein Buch, das Mitte Dezember im Rowohlt Taschenbuchverlag erschienen ist, als Taschenbuch 10 Euro kostet, als Taschenbuch 13 Euro, als E-Book 10 Euro kostet und 380 Seiten hat. Und dieser Psychothriller hatte mich sehr, sehr neugierig gemacht, denn es geht hier um eine Frau, die eben im Koma liegt. Mein Mann liebt mich nicht mehr. Und manchmal lüge ich. Mehr hat man so gefühlt, im Grunde aus dem Klappentext nicht erfahren. Und ich glaube, allzu viel mehr möchte ich auch gar nicht verraten. Denn es geht hier um die etwas zwangsgestörte 35-jährige Amber Reynolds. Sie ist verheiratet mit Paul und arbeitet bei einem örtlichen Radiosender. Und Ambers Leben verläuft soweit relativ stabil und solide. Allerdings versucht sie seit ein paar Jahren zusammen mit ihrem Mann eben ein Kind zu bekommen. Und dieser Wunsch blieb eben bisher unerfüllt und ihr Mann arbeitet als Schriftsteller, meistens von zu Hause, und es läuft auch aktuell nicht ganz so gut, als wir in die Geschichte dazukommen. Und zudem hat sie auch irgendwie ein etwas merkwürdiges Verhältnis zu ihrer Schwester, die eine sehr dominante Rolle auch im Leben von Amber spielt, und man weiß noch nicht so richtig, wo das Ganze hingeht. Eines Tages hat Amber einen Unfall und wir erleben eben die ganze Geschichte aus Perspektive von Amber, denn sie liegt hier im Koma, bekommt aber alles um sich herum mit. Der Nachteil ist, dass auch nur wir mitbekommen,
was sie im Grunde erlebt und was sie sich eben so darunter vorstellt, wie sie sich es erklärt, und haben dann eben das Problem, dass wir ja dank des Titels wissen, was ist Wahrheit und was ist im Grunde die Lüge. Die Geschichte wird in dreierlei Zeitebenen erzählt. Wir haben jetzt, das ist die Amber eben im Koma. Wir haben zuvor, das fängt, glaube ich, so eine Woche, 10 Tage vor dem Unfall an und erzählt uns so ein bisschen das Vorleben. Und wir haben früher, und das sind Kinder-Tagebucheinträge, die wir im Grunde mitlesen, wo wir eben die Geschichte, das frühere Leben so ein bisschen erfahren. Und ich muss ehrlich sagen, diese Sprünge haben mir sehr gut gefallen. Überhaupt war der Schreibstil der Geschichte wirklich sehr erwachsen, sehr modern. Es war sprachlich sehr angenehm zu lesen und man flog wirklich so ein bisschen durch die Seiten, denn es war sehr, sehr spannend gestaltet. Auch das Psychologische hier drin war sehr gut gedacht, wenn sich eben so manche Rätsel dann lösen und man hat Wendungen, wo man wirklich gefühlt sprachlos davor sitzt. Und ich hatte auch 1-2 Momente, wo ich kopfschüttelnd davor saß und dachte, wie kommt man da drauf? Wie kann das sein? Wie ist das möglich? Zudem gibt es den ein oder anderen Aha-Moment, den ich großartig fand, die sehr viel Spaß gemacht haben. Und gerade mit diesem Perspektivwechsel, diesen Zeitwechseln, ist man eben auch sehr lebendig beim Erzählen. Denn es wäre doch ein bisschen langweilig, würde man Amber nur im Krankenhaus liegend erleben. Aber wir erfahren eben die Geschichte durch ihre Augen und wissen eben nicht so richtig, was davon können wir glauben und was nicht. Und wenn sich dann ja diese Wendungen aufmachen, diese Plot-Twists, diese Aha-Momente, dann ist man wirklich erstmal für einen Moment geschockt. Und ja, man hält wirklich an einigen Stellen den Atem an. Ganz schlimm fand ich tatsächlich so ihre Erfahrungen aus dem Koma. Die Vorstellung, dass sie, was sie eben mitbekommt, was sie hört, was mit ihr so passiert, fand ich an mancher Stelle schon ziemlich heftig, ziemlich schlimm. Und man hofft eigentlich immer nur, nicht in so eine Situation zu kommen. Jetzt gar nicht, dass man halt im Koma liegt, sondern was drumherum Menschen da vielleicht tun könnten. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass die Nebencharaktere ein bisschen blass blieben, dass wir da nicht so viel erfahren haben, dass wir sich die nicht so richtig vorstellen konnte. Das ist auch so ein bisschen ein Kritikpunkt, den ich allerdings sogar irgendwie verstehen kann, denn, also schriftstellerisch, denn uns erzählt ja Amber die Geschichte. Und was uns eben Amber nicht erzählt, ist vielleicht auch etwas, was sie gar nicht weiß über die anderen Charaktere in ihrer Geschichte, in ihrem Umfeld. Und wie soll sie uns da irgendwas näher bringen, wenn sie vielleicht da gar kein Gefühl für hat, wie dieser Mensch tickt oder wie auch immer. Also das, ich kann es irgendwo sogar verstehen und es macht sogar, ne, Schnucki, durchaus Sinn. Aber ja, es war halt ein bisschen schade, weil man da gerne ein bisschen tiefgründiger vielleicht gegangen wäre. Das ist auch so mein einziger Kritikpunkt an diesem wirklich sehr, sehr spannenden und atemraubenden Psychothriller, der wirklich an vielen Stellen unter die Haut geht. Es gab 1-2 Momente, die ich ein bisschen too much fand, wo ich dachte, ha, ja, das ist schon fast zu viel des Guten, aber ich fand's gut. Also mich hat es sehr gut unterhalten, es hat mich sehr gepackt, sehr gefesselt und ich habe mich wirklich abends immer darauf gefreut, dass ich jetzt weiterlesen kann. Und wie gesagt, ich habe da ja mindestens in 2 Nächten, glaube ich, war es auch so noch eine Stunde Schlaf geklaut, weil ich einfach das Buch nicht weglegen wollte und auch nicht konnte. Also wer intelligente Psychothriller mag, mit einem spannenden Tempo und auch mit Zeitperspektivwechsel keine Probleme hat, der ist bei Manchmal lüge ich auf jeden Fall, ja, denke ich, in guten Händen. Und bin ich sehr gespannt, ob man von der Autorin nochmal was hört, weil ich glaube, es war auch ihr Debütroman. Mir hat der Psychothriller wirklich sehr, sehr gut gefallen. Schon parallel habe ich während des Thrillers mit dem E-Book unterwegs angefangen, Wie Wölfe im Winter von Tyrell Johnson. Das ist Anfang des Jahres am 2. Januar bei HarperCollins erschienen, wurde mir auch von diesem Verlag zur Verfügung gestellt, kostet broschiert 15 Euro, als E-Book 13 und hat 350 Seiten. Hier hatte mich vor allem der Endzeitcharakter des Klappentextes angesprochen
Und dass es hier eben um eine junge Frau geht, die ja, sich in der Wildnis mehr oder weniger durchschlägt und eben dem Rätsel sozusagen auf der Spur ist, was so in ihrer Umgebung passiert ist und wie es dazu kam. Ja, die Welt ist einem Grippevirus zum Opfer gefallen und es ist ein nuklearer Winter entstanden. Wahrscheinlich ist dieser Winter entstanden durch die vielen Bomben, die auf dieser Welt geschmissen wurden. Und ja, alle Großstädte sind im Grunde mehr oder weniger geplündert und leer und einige haben sich eben in den Norden verzogen, denn die asiatische Grippe, wie die Krankheit zu Beginn hieß, zumindest bevor sie dann über den Pazifik und Atlantik jeweils die Regionen oder Indische Ozean die anderen Regionen der Welt eingenommen hat, ja, wird in der Kälte so ein bisschen gedämmt, gehemmt. Und deswegen sind eben viele in den Norden gezogen. Wir begleiten eine Gruppe und unsere Protagonistin ist die 25-jährige Lynn. Die lebt in Hütten sozusagen am Yukon und versuchen dort ein bisschen das Leben zu meistern. Sie geht auf die Jagd, sie nehmen die Tiere aus, sie gucken, dass sie sich Kartoffeln anpflanzen, dass sie ja in den Frühling- und Sommermonaten im Winter im Schnee. Klappt das natürlich nicht, aber da im Grunde versuchen sie eben ja zu die Zeit irgendwie mit Nahrungsbeschaffung dann auch ja rumzubekommen, damit es dann eben für den Winter ausreicht. Zudem haben sie, glaube ich, ein paar Ziegen für die Milch und für den Käse und auch irgendwie einen Moschusbullen, der wohl irgendwann mal dazu gedient wird, einen Mantel zu machen. Aber das nur so weit am Rande. Jahrelang gab es überhaupt keinen Kontakt zum Rest der Menschen. Andere Menschen sind nie über den Weg gelaufen. Es gibt auch keine Nachrichten mehr. Das ist natürlich alles zusammengebrochen, bis eines Tages ein Fremder erscheint. Und mit diesem Fremden tun sich eben auch ein paar Fragen auf. Und als dann eben immer mehr Fremde dazukommen und man merkt, huch, da ist irgendwas im Busch und da scheint es vielleicht doch irgendwie ein Mittel gegen die Grippe zu geben, beziehungsweise warum hat keiner von den vorhandenen Menschen irgendwie die Grippe, ist daran erlegen. Amber hatte sie als Kind, aber konnte geheilt werden und stellt jetzt hier im Grunde so ein bisschen ein Rätsel dar. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja ein Fan von Endzeitromanen. Ich mag dieses postapokalyptische, düstere Zukunftsbild unserer Welt ganz gerne. Nicht zu verwechseln mit Dystopien, wo es ja im Grunde eher um totalitäre Systeme geht. Egal, ob jetzt dann Dystopie oder Utopie. Ich habe in einigen Rezensionen gelesen, dass das hier eine hervorragende Dystopie ist. Und ich dachte, nee, eine Dystopie ist es nicht. Weil wir eben in der Regel eigentlich gar kein System mehr haben, das irgendwie gut oder schlecht funktioniert. Wir haben hier eben eine Welt, die sich im Grunde ja total vernichtet hat, die die Menschen im Grunde zu großen Anzahlen hinweggerafft haben und diesen postapokalyptischen Thriller mit diesem Kampf ums Überleben im kalten Eis fand ich großartig rübergebracht. Mir hat das Buch sehr gut gefallen, auch das habe ich wirklich verschlungen und wollte es gefühlt auch nie aus den Händen legen. Es ist eine sehr bildhafte Vorstellung von der Winterlandschaft, man kann sich den Yukon unglaublich gut vorstellen, die Kälte, den Schnee, man riecht ihn förmlich, man hat ihn auf der Zunge und das finde ich wirklich sehr, sehr toll. Das hat mich so ein bisschen auch an Terror erinnert von Dan Simmons, wo es einem ja gefühlt auch direkt kalt wurde, wenn man das Buch aufgeschlagen hat. Auch das ist hier wirklich absolut gelungen. Man spürt die Kälte und man konnte sich die Umgebung sehr, sehr gut vorstellen. Auch Lynn und die Nebencharaktere konnte man sich sehr, sehr gut vorstellen. Man konnte Lynns Gefühle für ihren verstorbenen Papa nachempfinden und ich mochte dieses Vater-Tochter-Ding sehr, sehr gerne lesen. Es gibt es ja tatsächlich relativ selten. Es gibt ja immer so ein Vater-Sohn-Ding und ein Mutter-Tochter-Ding. Ich fand es hier schön, wie der Vater mit der Tochter und umgekehrt und auch nach seinem Tod, wie eben Lynn so ein bisschen daran hängt und sich an Momente erinnert und man eben auch so Rückblicke hat und dass sich eben manches Rätsel dann auch löst. Fand ich sehr, sehr gut gemacht. Was ich tatsächlich ein bisschen schade fand, also Lynn war um die 23, 25. Ich fand ein bisschen schade, dass sie so extrem jung gewirkt hat. Also auf mich ist sie nie vorgekommen wie eine Mitzwanzigerin, eher, sage ich mal, 15, wenn es hochkommt. Sie hatte sehr pubertäre Gedanken, sie war immer mal so hin und her gerissen und ich fand zwar so das Gruppenfeeling, diese Gruppendynamik sehr gelungen, aber mir hat Lynn doch manchmal nicht ganz so gefallen. Und auch wenn es dann so in der Überlegung geht, wie könnte man die menschliche Rasse sozusagen ein bisschen irgendwie wieder verbreiten mit Verwandten, das klappt natürlich eher minder. Ich weiß nicht, sie hatte da für meinen Geschmack ein bisschen zu kindische
ja, Gedanken und Überlegungen, was ich einfach schade fand, weil von einer Mitzwanzigerin erwarte ich schon, dass sie so ein bisschen im Leben stand. Natürlich könnte man sich das dadurch erklären, dass die Welt eben, als sie jung war, zugrunde gegangen ist und man natürlich vielleicht keine Schritte vorwärts macht, wenn man eben so jung so etwas erlebt. Aber dafür war sie halt auch einfach eine tolle Jägerin und war tough und nimmt so ein Tier aus, wo ich denke, das muss man halt auch erstmal. Und ich denke auch, dass man daran wächst. Das ist wirklich so das Einzige, was ich sehr, sehr schade fand, ist, dass Lynn irgendwie so merkwürdig reagiert hat und gedacht hat und man nicht so recht warm mit ihr wurde. Ganz anders war es zum Beispiel mit unserem Fremden und mit Jax, den ich total ins Herz geschlossen habe, der allerdings die ein oder andere Überraschung auch bereitgehalten hat. Und gerade das hat auch diese Inside-Story so spannend gemacht, dass sich hier Plot-Twiste aufgetan haben, mit denen man schon ein bisschen rechnen konnte, denn man ahnte irgendwann, in welche Richtung es geht, die aber einfach toll beschrieben waren. Für mich fehlte so ein bisschen... Ja, der Überraschungsmoment. Es fehlte für mich auch so ein bisschen eine sympathische Protagonistin oder so eine Mitgehende, weil ich einfach vieles mit Mitte 20 wahrscheinlich anders gemacht hätte als sie. Aber das hat man ja oft. Und dann habe ich im Nachgang so ein bisschen Rezensionen gelesen auf Amazon und habe ganz oft gelesen, dass das eine Coming-of-Age-Story ist. Und ich mir so denke, dafür ist Lynn aber eigentlich viel zu alt. Und dass auch ganz viele bemängelt haben, dass man eigentlich von einer Mitzwanzigerin was anderes erwartet, als eben wenn sie zum Beispiel 15, 16, 17 gewesen wäre. Nur so, by the way, da dachte ich, okay, das erklärt so meinen Eindruck und hat das auch ganz gut in Worte gefasst. Sehr schön fand ich, dass man ein paar Gedichte hatte von Walt Whitman. Der Vater von Lynn war ein großer Fan von ihm und sie hat eben auch den ein oder anderen Gedichtband in der Krankheit ihrem Papa vorgelesen, auch wenn sie die Bücher nicht unbedingt mochte, so hat sie doch ihrem Papa den Gefallen getan und hat sich damit dann im Grunde auch beschäftigt. Und das hat man eben so ein bisschen gespürt. Es war ein sehr, sehr spannender Endzeit-Thriller, der mir gut gefallen hat, der jetzt nicht unbedingt das absolute Highlight ist, denn das war ja zum Beispiel die Passage-Trilogie, an die kommt es natürlich nicht ran. Aber ich fand es wirklich einen tollen Thriller, der so wirklich tolle Momente hatte, sehr toll erzählt wurde und sehr bildhaft und lebendig auch war. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Es macht so den Anschein nach dem Ende, dass es vielleicht noch einen nächsten Teil geben wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt und werde die Augen aufhalten, weil ich könnte mir vorstellen, dass so ein zweiter Band tatsächlich sehr, sehr rasant werden kann. Und aber es könnte durchaus das Ende sein einer Geschichte. Es fühlt sich aber so ein bisschen noch nicht ganz abgeschlossen an. Aber ich lasse mich da überraschen und bin gespannt, ob es einen weiteren Teil geben wird. Wenn ja, werde ich auf jeden Fall, denke ich, auch zu dem greifen. Dann habe ich zu einem recht neuen Buch für mich gegriffen, das ja mit der letzten Rebuy-Bestellung bei mir angekommen ist. Und zwar Amok von Richard Bachmann alias Stephen King. Ein Buch, das 1988 im Heine Verlag erschienen ist. Es hat 220 Seiten und das habe ich zusammen mit der lieben Paddy gelesen. Ihr Kanal findet ihr natürlich unten in der Infobox. Das Buch gibt es nicht mehr in irgendwelchen Neuauflagen, wird auch aktuell nicht mehr verlegt auf speziellen Wunsch von Stephen King. Denn in Amok geht es, wie der Titel schon sagt, um einen Amoklauf an einer Schule. Und in den USA gab es doch so einige Amokläufe und viele der Schüler hatten dann tatsächlich das Buch von Stephen King in ihren Schließfächern oder zu Hause im Bücherregal. Und Stephen King hat dann eben für sich beschlossen, das möchte er nicht, dass das Buch irgendwie vielleicht als Anleitung hergenommen wird. Und hat dann im Grunde das Herausgeben, hat das eingeschränkt. Zudem ist es das einzige Buch von Stephen King, das weder verfilmt noch vertont wurde, was ich wirklich sehr interessant finde und ich das tatsächlich auch nachvollziehen kann, dass man beides gelassen hat, denn sprachlich wäre das, glaube ich, auch fürs Zuhören ganz schön schwer gewesen und wenn man es gar sieht als Film, das möchte, glaube ich, einfach keiner sehen. Ne? Also ja, als Splatter-Thriller oder als Splatter-Film vielleicht ja, aber... singt er wieder. Aber ich kann das verstehen, dass beides nicht geschehen ist. In dem Buch geht es um den 17-jährigen Charlie aus Harlow in Maine, der nach einem Gespräch mit seinem Direktor von der Highschool, glaube ich, losläuft und zwei Lehrer erschießt, die komplette Klasse sozusagen als Geisel nimmt und dann nimmt das Leben sozusagen seinen Lauf.
Denn es beginnt so ein bisschen eine Art Therapiestunde zu werden und wir ergründen so ein bisschen Charlies Vergangenheit, aber auch die der Schüler im Raum. Und ich glaube, viel mehr kann man gefühlt auch gar nicht dazu sagen, ohne vielleicht irgendwie zu viel zu erzählen. Wir haben hier eben eine Klasse, die tatsächlich irgendwie mitbeginnt, dieses Traumata ja zu erklären, zu ergründen, dass jeder so irgendwie etwas Dunkles in seiner Vergangenheit hat und irgendwas erlebt hat und ja, dieses besondere Feeling ja, versucht hier Stephen King eben einzufangen. Man muss dazu sagen, ein Richard Bachman ist ein Richard Bachman und kein Stephen King. Das wurde wirklich auch schon auf den ersten 40, 50 Seiten klar, denn während Stephen King ja sehr ausführlich schreibt, bildhaft, episch schreibt, wirklich wunderbar Situationen im Kopf hervorrufen kann, das wirklich mit Worten spielt und man wirklich einen Film im Kopf entstehen lassen kann, war das ein Satz, ist bei Richard Bachman alles kurz und knapp und schnell und sehr zügig. Das muss man absolut sagen. Zudem ist auch die Sprache eine ganz andere, denn sie ist sehr vulgär, sie ist sehr brutal, sie ist zum Teil wirklich sehr derb, was ich persönlich ja nicht so mag. Paddy hatte auch mal gesagt, erinnert sie gerade der Beginn ein bisschen an Jack Ketchum, von dem ich ja noch nichts gelesen habe und wohl auch nichts lesen werde. Aber ja, für mich war die anfängliche Sprache wirklich schon sehr, sehr widerlich und ich musste da so das ein oder andere Mal schon schlucken und dachte mir, das ist irgendwie nicht so richtig deins. Und ich ja, habe das hier dann im Grunde auch gemerkt. Und man, wenn man es nicht wüsste, glaube ich tatsächlich, dass man nicht am Schreibstil erkennen würde, dass sich hinter Richard Bachman Stephen King verbirgt. Und ich glaube, das war ja auch das Buch, womit es aufgeflogen ist. Deswegen, glaube ich, steht es auch groß und breit auf der Ausgabe drauf. Bachman ist King, wo er sich hier einfach ein Pseudonym zugelegt hat. Und ich kann tatsächlich absolut verstehen, warum er diese Art der Geschichten in diesem Schreibstil eben unter einem anderen Namen veröffentlicht hat. Beziehungsweise waren ja seine Pseudonyme, hatten ja andere Gründe, aber das jetzt mal so am Rande. Ja, dieses Buch taucht dann eben auch in die Geschichte ein, in die Vergangenheit von Charlie. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin mal wieder ein bisschen enttäuscht von Richard Bachman. Ich kann es nicht anders sagen. Mit dem Mann habe ich es nicht. Weder Menschenjagd noch Todesmarsch haben mir irgendwie gefallen. Ich weiß gar nicht, ich glaube Thinner, der Fluch, glaube ich, ist von ihm. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was ich von Bachman gut fand. Aber ich kann mit diesem Stil tatsächlich nicht so viel anfangen. Er ist mir zu kurz, er ist mir zu abrupt, er ist mir zu unaufgeregt, er ist mir zu wenig bildhaft, er ist mir zu... Ach, ich weiß auch nicht. Für mich entsteht da nichts im Kopf und nichts irgendwie und mich kann das nicht so richtig begeistern, wie es eben ein echter Stephen King macht. Und auch hier hatte ich... Ja, haben ja einfach eigentlich erwartet, dass wir vielleicht so eine Story erzählt bekommen, warum Charlie diesen Amoklauf macht, dass man vielleicht am Ende davor sitzt und denkt, meine Güte, was diesem Jungen widerfahren ist und man kann verstehen, warum. Und ich hätte erwartet, dass man es verstehen kann und dabei vielleicht sogar erschrickt, dass man es versteht. Und wie es ja dann oft so ist, wenn man irgendwas, was nicht gut ist, trotzdem gut findet und nachvollziehen kann, wo man dann im Grunde denkt, oh mein Gott, das ist ja bei vielen Thrillern oftmals so, dass man den Täter durchaus verstehen kann und sich dann denkt, oh Gott, ich darf es aber eigentlich nicht verstehen und vielleicht noch gut finden, oder, ne? Sowas hätte ich erwartet. Oder auch vielleicht, dass das so etwas Merkwürdiges ist, dass man irgendwie denkt, ja, der Junge konnte nur am Rad drehen, ne? Also irgendwie, ich habe auch auf Schockmomente in der Vergangenheit gewartet und auch bei den anderen Kindern und ach, irgendwie war es, ich sag mal, ab der Hälfte tatsächlich so nicht langweilig, aber irgendwie sehr, ja, es driftete so vor sich hin. Man hat so manchen Einblick bekommen, man kann ein bisschen vielleicht verstehen, was da abgegangen ist, aber so richtig begeistert hat es mich nicht. Also ich fand es tatsächlich ein sehr schwaches Buch, eine schwache Geschichte. Natürlich muss man sagen, war in den 80ern alles ein bisschen anders. Es war noch nicht so wie heute, dass man Psychothriller im Grunde kennt, dass so viele Menschen amok laufen und es gibt ja wirklich sehr viel Böses auf dieser Welt, dass man sich, glaube ich, vor 30 Jahren noch nicht so bewusst war, was nicht so durch die Medien gegangen ist, was nicht so thematisiert wurde. Und ich glaube, dass dann so ein Buch tatsächlich schockiert. Wir sind halt jetzt 30 Jahre weiter und mich persönlich hat es nicht schockiert. Ich fand die Sprache schon ein bisschen heavy und ich musste auch das eine oder andere mal so denken, ach, das hat mir einfach sprachlich dann nicht so gefallen. Aber
ja, vom Socken gerissen hat es mich jetzt leider nicht. Ich glaube, es wird jetzt auch für längere Zeit mein letzter Bachmann sein. Ich glaube einfach, ich kann mit ihm nicht und widme mich dann lieber einfach Stephen King Geschichten, weil ja, die mich in der Regel ja sehr, sehr oft wirklich sehr, sehr überzeugen. Mal die Kurzgeschichten ausgenommen. Aber ja, Amok konnte mich leider nicht so packen. Ich weiß, dass das viele toll finden und großartig. Vielleicht haben sie es verstanden und ich nicht. Kann durchaus sein. Also, dass da irgendwo so eine geheime Nachricht ist, die mir nicht einleuchtet. Und ja, nichtsdestotrotz wird das Buch natürlich in das Sammelregal von meiner Mama landen, wo ja alle Bücher, die ich nicht auf dem Sub habe und auch keine Highlights sind, sozusagen landen. Also zum Beispiel der Anschlag steht ja nach wie vor hier. Ja, verratet es nicht meiner Mama. Ja, dementsprechend wird das jetzt einen Stock tiefer wandern und ja, vielleicht greift ja tatsächlich meine Mama mal eines Tages noch zu einem neuen Richard Bachmann. Sie hat ja so ein bisschen das Lesen von King, sage ich mal, aufgegeben. Das, ja, manchmal, ne, so ist es manchmal im Leben. Ganz anders ein Hörbuch, das ich die Woche gehört habe, und zwar Young Elites, die Gemeinschaft der Dolche von Marilou, Teil 1 einer jetzt schon abgeschlossenen Trilogie, ist letztes Jahr im Januar im Löwe Verlag erschienen. Ich glaube, im Oktober oder September kam der zweite Teil und jetzt im Januar, Februar erschien der dritte Teil. Gebunden kostet das Buch 19 Euro, als E-Book 15 Euro und auf Audible habe ich einen Gutschein dafür bezahlt. Es hat 410 Seiten und dauert 12,5 Stunden. Und es gibt etwas sehr Merkwürdiges zu diesem Hörbuch, denn nach meinem Neuzugänge-Video hat mich eine Zuschauerin auch gefragt, hey, ich finde das Buch gar nicht mehr bei Audible, was ist denn da los? Da bin ich auf die Suche gegangen und habe es auch gesucht und auch nicht gefunden. In meiner App war es nach wie vor drin. Ich konnte es auch hören, ohne irgendwelche Probleme oder Einschränkungen. Und wenn ich über die Online-Seite aber auf meine Bibliothek zugegriffen habe, kam eine Fehlermeldung, dass dieses Hörbuch von der Seite eben entfernt wurde und es tut ihnen irgendwie leid und keine Ahnung. Das hat mich schon sehr, sehr gewundert und das ist auch nicht weggegangen. Und als ich das Bild dann auch bei Instagram gepostet habe, haben auch zwei, drei drunter geschrieben, ich finde das Buch gar nicht mehr. Ja, das ist absolut richtig. Auch auf Amazon ist dieses Format nicht mehr bestellbar. Es war vorher erkennbar, aber jetzt findet man es nicht mehr. Und ich kann leider nicht erklären, warum das so ist. Ich bin froh, dass ich es zu Ende hören kann, denn es hätte mich sehr gestört, wenn Mittwoch oder Donnerstag irgendwie mein Hörbuch verschwunden gewesen wäre und ich es noch nicht beendet hätte. Und ich habe mich tatsächlich mit den Hören sehr, sehr beeilt, weil ich dachte nicht, dass es doch noch verschwindet. Klar, hätte man dann wahrscheinlich einen Gutschein bekommen oder, ne, keine Frage, ich so kulant ist dann Audible. Ich fand es merkwürdig. Ich persönlich fand schon komisch, warum der erste Teil überhaupt so lange gedauert hat, bis er herausgekommen ist, denn der erste Teil ist ja schon ein Jahr draußen. Und dann fand ich das tatsächlich schade, dass es auch noch nicht Teil 2 und Teil 3 gab. Ich hätte mir gedacht, vielleicht kommt es als Bundle irgendwie heraus. Ja, dementsprechend dachte ich schon, na, hoffen wir mal, wenn du es gehört hast, dass vielleicht im Monat drauf dann der zweite Teil erscheint. So viel jetzt erstmal dazu. Es tut mir leid für alle, die jetzt das Hörbuch sich nicht irgendwie herunterladen können bei Audible. Ich kann euch wirklich nicht sagen, woran es liegt. Vielleicht ist ja irgendein Fehler in dem Hörbuch. Keine Ahnung, dass man sagt, da muss man einfach nochmal drüber gucken. Man sollte es vielleicht einfach versuchen. Ja, gesprochen wird das Hörbuch von Dagmar Bittner, die mir jetzt tatsächlich nichts gesagt hat von Stimmen her, die aber ganz angenehm gesprochen hat. Allerdings, wenn ich persönlich die Geschwindigkeit hochdrehe, war sie an mancher Stelle schon ein bisschen schnell und es überschlug sich, sodass ich es doch langsamer hören musste, als ich es sonst gewöhnt bin und als ich es sonst tue. Und ja, jeder, der jetzt mit den Augen rollt und sagt, meine Güte, ein Hörbuch schneller hören, da geht ja Kunst verloren. Ja, aber sonst geht mir einfach Zeit verloren. Also wenn ich auf Satzenden warten muss und genervt bin, weil die Frau nicht weiterredet, das würde ja ein Hörbuchgenuss auch nicht besser machen. Und so höre ich eben einfach ja die Geschwindigkeit, in der ich es möchte, in der ich es verstehe, in der es für mich klar ist. Und ich würde, glaube ich, auch ein paar Hörbücher tatsächlich auch normal hören, vielleicht ja als CD oder eben auch über Spotify, aber ich kann nirgendwo die Geschwindigkeit hochdrehen. Das finde ich gerade auf Spotify sehr, sehr schade, weil es da auch so den ein oder anderen coolen Podcast gibt, aber für mich ist normales Hören schon Gefühl, also das geht einfach gar nicht, ne? Also das kommt mir unglaublich langsam vor. Und ja, so ist es einfach. Ja, aber jetzt natürlich mal ein bisschen was zur Story, die ja vor einem Jahr in aller Munde war
und ich damals nicht so richtig dazu gegriffen habe, weil die Stimmung so sehr zwiegespalten war und ich gar nicht so den negativen Meinungen geglaubt habe, auch nicht diesen absolut gehypten Meinungen geglaubt habe, aber so dachte, irgendwie zieht es dich nicht zu dieser Art Dystopie. Denn das ist es absolut. Es ist eine etwas erwachsenere Jugendbuch-Dystopie in einer in einem historischen Setting und definitiv für ältere Jugendliche, ich sag mal so ab 15, 16, weil es doch an mancher Stelle auch schon ein bisschen brutal ist. Ja, wir haben hier Evelina und die ist die Tochter eines reichen Kaufmanns und es geht die mysteriöses Blutfieber in dieser Geschichte um und Adelina wird im Grunde erkrankt daran und ihre Mutter stirbt sogar an dieser Krankheit und so bleibt sie zusammen mit ihrer Schwester Violetta alleine zurück und der Vater ist schon sehr despot, er liebt es so ein bisschen, seine Töchter zu quälen und ihnen weh zu tun. Da gibt es so eine Szene mit einem Schmetterling, den die Mädels eigentlich wieder umdrehen wollen, damit er losfliegen kann und der Vater dann im Grunde Adelina gezeichnet von der Krankheit dazu zwingt, dem Schmetterling die Flügel rauszureißen. Und denn Adelina ist eben gezeichnet von der Krankheit, sie ist entstellt, ihr fehlt ein Auge und anstelle wunderschön glänzendes schwarzes Haar haben sich ihre Haare eben silbern gefärbt, wie man es im Grunde auch auf den Covern sozusagen der Bücher sieht. Es macht also durchaus Sinn, was man darauf sieht. Sie ist zwar im Grunde schon ein bisschen eine Art Verstoßene, also diese Kranken oder ehemaligen Kranken werden nicht ganz so gerne in der Gesellschaft gesehen, doch tief in ihr brodelt etwas Magisches. Und da ist eine Kraft und ihr Vater ist irgendwann so geldgierig, sage ich mal, dass er seine Tochter verkaufen möchte in einer Zeit, in der das ja vielleicht sogar üblich ist, aber er verkauft sie im Grunde eher als eine Art Mätresse, als eine Art Geliebte. Und das würde eben ihren Ruf noch mehr schädigen, als es der Fall ist. Und so flüchtet sie und sie landet dann eben bei anderen Verstoßenen, bei der Gemeinschaft der Dolche. Und die werden eben vom König oder von der aktuellen Königin auch gefürchtet und die werden auch gejagt. Und was da in Adelina brodelt, ist eben nicht unbedingt nur das Beste dieser Welt. Und das ist, glaube ich, der große Punkt, an dem sich viele Leser gestört haben, dass wir hier nicht die sympathische, gute und mit dem Herz am rechten Fleck sitzende Protagonistin haben, sondern eine, die eben auf Rache aus ist, die das Böse in sich hervorholt und es an mancher Stelle sogar genießt, dass sie Macht hat. Und ich glaube, das war ja immer mal wieder ein sehr, sehr großer Kritikpunkt, dass wir hier eben im Grunde die Antagonistin ist im Grunde unsere Protagonistin und das ging, glaube ich, tatsächlich für viele nicht. Ich persönlich fand das sehr geil. Ich fand das mega spannend, eben mal so durch die Augen des Bösen sozusagen zu gucken, herauszufinden, was macht überhaupt immer den Bösewicht in der Geschichte zu dem Bösen und live dabei zu sein. Wir haben hier so ein bisschen Perspektivwechsel, den ich anfangs beim Hörbuch ein bisschen verwirrend fand, bis ich so gerafft habe, auf was ich achten muss. Es hat einen Moment gedauert, wäre lesetechnisch, glaube ich, einfacher gewesen. Aber das fand ich mega spannend. Ich fand das super interessant, das so mit ihr mitzugehen, mitzufiebern und sie einfach zu verstehen. Und dann sind wir bei diesem Moment, was mir bei Amok gefehlt hat, nämlich dass man sie manchmal meistens versteht. Sie ist leider ein bisschen, sehr oft hin und her gerissen, was mich manchmal so wahnsinnig gemacht hat, weil ich dachte, Mensch, Mädel, jetzt hier, steh mal zu dem, was du denkst und was du sagst. Und ich bin ja grundsätzlich kein Fan von diesem klassischen, klischeebesetzten jungen Mädel, das so zwischen zwei Typen hin und her gerissen ist, was wir zum Glück hier nicht unbedingt haben, aber die eben auch immer nicht so richtig weiß, bin ich jetzt böse, mag ich das, stehe ich auf Rache oder ach, vielleicht doch nicht. Ich dachte mir irgendwann, Mädel, jetzt komm mal zum Punkt und zieh dein Ding durch, weil ich fand gerade, wenn sie das tat, dass sie da wirklich großartig war und ich sie wirklich, also mochten ist so das falsche Wort, aber ich fand sie wirklich spannend und interessant gezeichnet und ich weiß genau, was wahrscheinlich Marilou da durch den Kopf gegangen ist, weswegen sie es so gemacht hat. Zudem sind wir in einer sehr, sehr geilen Welt. Man hat so das Gefühl, wir sind so ein bisschen im Mittelalter. Man hat so den Eindruck, man ist in einem alten Venedig, denn man hatte sehr viel Wasser, Gondeln und man hatte eben so das Gefühl, man läuft hier so durch ein mittelalterliches Venedig und das hat mir gut gefallen. Wer so ein paar Filme vielleicht über Casanova irgendwie kennt oder sowas, so habe ich mir das tatsächlich ein bisschen vorgestellt, wie zu
dieser Zeit und auch die Menschen vielleicht so in eine Richtung gekleidet. Und ich fand das sehr detailreich. Ich mochte auch, dass die Charakter so toll dargestellt wurden, gezeichnet wurden, tiefgründig waren, man von allen so ein bisschen ein Bild hatte, die wichtig waren und gerade durch den spannenden Perspektivwechsel, dass man da wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl bekommen hat und dass man da so mitgehen konnte, mitfiebern konnte, aber ja, auch gerade mit Adelina, die ich einfach ganz, ganz großartig fand vom Charakteraufbau, die mir wirklich ja sehr ja, menschlich so vorgekommen ist, obwohl sie eben dieses Magische in sich trägt. Und das fand ich wirklich auch wirklich Hammer. Ich finde auch, dass man tatsächlich gar keine Sympathie braucht ihr gegenüber, um das Böse in ihr gut zu finden, interessant zu finden und mitzugehen. Denn das konnte ich definitiv, auch wenn sie mir jetzt nicht die sympathischste Person war, was natürlich irgendwie klar ist, aber man selbst schwankt dann eben beim Lesen oder Hören einfach auch mit. Und das fand ich auch so sehr interessant zu beobachten. Es hat für mich so manche extreme und sehr brutale Gewaltszenen. Man muss das einfach wissen, dass das schon manchmal sehr heftig ist und es ja schon ein bisschen auch an die Grenzen geht, finde ich. Es hat mich ein bisschen so vom Stil an Sais erinnert, auch an Elias und Laia, was ja durchaus auch nicht sparsam war mit Brutalität. Und für ein Jugendbuch muss man einfach schon wissen, dass das einfach eine Kategorie ein bisschen älter ist. Also ich würde sagen, unter 15 ist das gefühlt wahrscheinlich nichts. Ich weiß nicht, wie weit die Jugendlichen heute sind. Ich glaube nicht, dass ich mit 12 sowas gut und gerne gelesen hätte. Der Spannungsbogen ist durchgängig da, immer mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer. Es gibt auch mal so ein paar ruhige Sequenzen, die man aber definitiv braucht, um da durchzuhalten. Und das Ende, ja, war mehr als gemein. Und ich glaube, es wird nicht lange dauern. Dann wird das E-Book bei mir einziehen, weil ich muss für den zweiten Teil, weil ich glaube, ich muss schnell wissen, wie diese Story weitergeht. Für mich daher wirklich ein absolut überraschendes kleines Highlight, was ich nicht erwartet habe, aber es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Also es ist wirklich ja eine Dystopie, wie ich sie liebe, mit diesem High-Fantasy-Charme, mit diesem Mittelalter-Charme, mit diesen Menschen, wie wir sie haben und manchmal habe ich jetzt gelesen in Rezensionen oder auch als Klappentextüberschrift, dass X-Men hier auf die Rote Königin fällt. Die Rote Königin habe ich gelesen, ich konnte da nicht sehr viel Vergleichbares finden, außer dass wir halt ja so dieses bei Hofe haben und X-Men kenne ich tatsächlich nicht, ich weiß Shame on Me und dementsprechend konnte ich natürlich gar keine Parallelen ziehen, was der Sache wahrscheinlich für mich persönlich gut getan hat. Ich finde es mega ärgerlich, dass es den zweiten Teil nicht zum Hören gibt, weil ich glaube, ich würde direkt den zweiten und auch den dritten Teil dann weghören. So werde ich aber definitiv zum E-Book greifen und mal gucken, vielleicht zieht dann der dritte Teil, der mir vom Cover wirklich am besten gefällt, dann auch als echtes Buch ein, wenn mich jetzt auch der zweite Teil packen kann. Eine tolle Story, die mir gefällt, wo ich mich jetzt tatsächlich ärgere, warum bist du da letztes Jahr nicht auf dem Hype aufgesprungen und hast dir das Buch gekrallt, als es im Grunde da war. Vielleicht lag es auch am Hörgenuss, dass es mir so einfach ein bisschen besser gefallen hat. Manchmal weiß man es nicht, aber definitiv empfehlenswert und ich verstehe durchaus auch die kritischen Stimmen, aber ich finde, sie werden falsch argumentiert oftmals, weil na, dann haben wir hier eben eine Antagonistin. Mal ehrlich, würden wir nicht alle gerne zum Beispiel eine Story über Voldemort lesen? Warum? Weshalb? Wieso? Vielleicht gibt es da echt was Logisches, was uns irgendwie entgangen ist, weil wir ja die Geschichte von ihm immer nur durch andere Augen gesehen haben. Vielleicht hat er irgendwas nicht, dass wir ihm am Ende sympathisch finden. Wie gesagt, das muss man nicht. Aber um das Böse zu verstehen, muss man manchmal durch diese Augen gucken. Und ich, ja, finde ich hier tatsächlich sehr, sehr gelungen. Ja, hat mir gut gefallen. Also wie ihr seht, eine mit Ausnahme von Amag, eine sehr, sehr gelungene Lesewoche, die mir wirklich sehr viel Spaß bereitet hat. Und man merkt, wenn einem Geschichten gefallen, man liest die so im Nu weg. Ich hoffe auch, dass wir dieses Buch hier im Nu weglesen. Damit haben wir ja gestartet. Am Samstag, den 3. Februar, ging es los. Für mich im Grunde heute. Und zwar Der Berg von Dan Simmons. Für alle, die sich immer mal wundern, ja, das Rot gehört hier unten tatsächlich auf das Cover. So mancher, unter anderem die liebe Sandra, aber auch noch zwei, drei andere, haben mal in der Gruppe geschrieben oder dann auch angeschrieben, gehört der rote Fleck dahin? Ja, er ist auch auf den Covern immer zu sehen, wenn man auf Amazon oder so guckt. Und wir sind hier im Jahr 1924 und sind ja auf einer Mount Everest-Expedition. Und der Bergsteiger George Mallory und Andrew Irwin sind auf dem Weg zum Gipfel und verschwinden spurlos.
Nach Terror bin ich mega, mega gespannt, ob Dan Simmons Schnee, Kälte, Eis ja, mir wieder näher bringen kann. Und das passt natürlich perfekt in den Februar. Ich freue mich drauf, wie ihr seht, mit kleinen Pinguinen. Sieht man es? Ja, ich glaube hier nicht rückwärts. Mit kleinen Pinguinen eingeteilt. Und ja, das lesen wir jetzt auf jeden Fall, glaube ich, die nächsten 2 Wochen. Ich glaube, 15 Leseabschnitte haben wir. Und ich freue mich da. Oder 3 Wochen? Sind es dann 3 Wochen? Wahrscheinlich, ne? 15 Leseabschnitte sind 3 Wochen. Nicht ganz. 2. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ja, 2 Wochen, weil es sind ja nicht 5 Tage, sondern 7 Tage. Ja, dementsprechend, ihr findet die Dan Simmons Gruppe auf jeden Fall immer unten in der Infobox. Mal gucken, was das nächste Buch wird, was wir vielleicht von ihm lesen und ob uns das hier begeistern kann. Bisher, glaube ich, steht es ja unentschieden. 2, die mir gefallen haben, Terror und Kinder der Nacht, und 2, die ich abgebrochen habe, waren Drood und Flashback. Und theoretisch wäre das jetzt wieder eine ungerade Zahl. Könnte durchaus sein, dass mir das gefällt. Wie gesagt, wenn ihr mitlesen wollt oder... Na, findet ihr auf jeden Fall die Gruppe in der Infobox. Dann ist bei mir tolle Post eingegangen. Und zwar relativ schnell ist die Pressekarte angekommen für die Leipziger Buchmesse 2018, auf der ich ja von Freitag bis voraussichtlich Sonntag sein werde. Samstag werde ich einen halben Tag beim Shopping verbringen und nicht auf die Messe gehen. Ich werde aber, glaube ich, den ganzen Freitag auf der Messe sein und vielleicht auch noch Sonntagvormittag. Muss ich mal gucken, wie ich da noch Lust und Laune habe oder ob ich nach dem Frühstück nach Hause fahre. Aber ich werde da sein und freue mich sehr, dass ich wieder die Pressekarte habe. Die ist in Leipzig nicht ganz so relevant wie zum Beispiel in Frankfurt, weil in Leipzig ist ja immer offen für alle, während ja in Frankfurt bis Freitag ja wirklich nur die Presse sozusagen oder das Fachbesucherteam da hinein darf. Das ist in Leipzig ja nicht so, da darf ja jeder zu jeder Zeit, was ich auch gut finde, hin. Aber ja, das ist natürlich ganz schön. So kann man wirklich jeden Tag genießen. Und zudem, glaube ich, kann man damit auch in der MDV-Zone, also in der öffentlichen Zone, kostenlos fahren. Ich werde zwar mit dem Auto da sein, aber man weiß ja nie, was so kommt. Ja, serientechnisch habe ich die Woche Grace und Frankie angeguckt. Die 4. Staffel, die jetzt ja auch leider erstmal die letzte ist. Es wird dem Ende nach zu urteilen der letzten Folge, aber denke ich, eine 5. Staffel geben. Ich fand die 4. Staffel ein bisschen ruhiger, ich fand sie ein bisschen ernster, aber dennoch sehr, sehr gelungen. Ich bin einfach ein Fan dieser Serie, dieser Frauen, dieser Familien, diesem Wirrwarr. Allein wenn der Sohn von Frankie in dieser kleinen Hütte wohnt, auf Rädern, es ist einfach brillant. Und ich einfach erstaunt bin, was diese Schauspieler, die ja teilweise schon an die 80, über 80 sind, da noch so bringen an Leistung, wirklich großartig. Also ich bin ein riesen, riesen, riesen Fan und das ist wirklich das erste Serienhighlight in diesem Jahr und ich hoffe, dass es da bald dann auch die nächste Staffel geben wird. Wahrscheinlich auch erst im nächsten Jahr. Gesehen habe ich jetzt aber bei Sky Ticket, ist das in so einem Newsletter drin gewesen, dass im April Westworld die 2. Staffel kommt und da bin ich natürlich auch sehr, sehr gespannt. Diese Woche gab es ein Video von mir, dass wir ab März mit dem Harry Potter Reread starten und ich habe in dem Video ja auch erzählt, wie das so mit dem freien Lesen sein wird. Ich habe die Gruppe geteilt und ich war total überwältigt, wie viele Leute innerhalb dieses Tages in diese Gruppe gekommen sind, wie viele Kommentare dieses Video hatte. Da war ich war wirklich überrascht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden 50 Leute sind. Ich war, also ich hätte das nie erwartet und war total sprachlos bei all den Freigaben, die ich da gemacht habe. Dachte, das gibt es überhaupt nicht. Also vielen, vielen Dank, dass ihr alle Lust habt und dabei seid und viele ja auch geschrieben haben, hey, ich steige erst bei Band 3 ein, bei Band 4 ein und ja, immer so ein bisschen und ich finde das toll. Also ich freue mich darauf, mit 50 oder mehr Leuten Harry Potter zu genießen und mein Büchlein ist ja schon eingeteilt und ich freue mich auf den März und dass wir das zusammenlesen und bin total gespannt, wie es uns beim Reread gefallen wird. Mein letzter Reread ist ja doch schon eine ganze Weile her. Und ich bin hier wirklich gespannt und freue mich drauf. Auch freuen tue ich mich jetzt nächste Woche auf Wunder, denn ich gehe am Dienstag, ist geplant, ins Kino zu gehen. Und ich freue mich da wirklich sehr, bin sehr gespannt auf diese Buchverfilmung mit unter anderem Julia Roberts und werde da natürlich in der nächsten Buchjahrwoche auf jeden Fall auch berichten. Ansonsten gibt es, glaube ich, jetzt nichts mehr Großartiges zu erzählen. Muss mal kurz überlegen. Nein, ich glaube nicht. Bücher haben wir, Serie haben wir. Musiktechnisch gab es diese Woche gefühlt nicht sehr viel. Ich
glaube, ein bisschen The Killers, ein bisschen Ed Sheeran. Mehr wurde es nicht, weil ich wirklich sehr viel gelesen habe oder halt dann in jedem Moment auch Hörbuch gehört habe, was ja dann tierisch so ein bisschen von der Lesezeit abgeht oder auch von der Musikzeit. Aber gut, man kann halt nicht alles haben und ja, es war auf jeden Fall eine tolle Bücherwoche. Das kann man wirklich so sagen. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was ihr so diese Woche gelesen habt, was bei euch eingezogen ist. Ja, ob ihr eins der Bücher, die ich gelesen habe, kennt, ob die noch auf dem Sub sind. Was vielleicht ihr auch zu Amok sagt, wenn ihr es schon kennt, oder auch zu Young Elites, wo ja die Meinungen sehr auseinandergehen. Würde ich mich sehr, sehr freuen über Kommentare und wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.